Hallo ihr Quirlinge und willkommen zu einem Quirstream Let's Play, dem allerersten hier auf meinem YouTube-Kanal, das auch dauerhaft hier zu sehen sein soll. Es handelt sich um das Spiel Galactic Care, wie es auch links oben steht. Das ist ein Krankenhaus-Simulator im Weltall. Entsprechend sind die Patienten auch Menschen, eher weniger, sondern Aliens eher mehr. Ich glaube, wir haben gar keine menschlichen Patienten. Das muss ich mir mal anschauen. Insofern dürfte das eine witzige Sache werden. Das Spiel trägt auch den Tag witzig und ist erschienen am 23. Mai 2024. Ganz genau. Und stammt vom gleichen Entwickler. Hier unten links sieht man es auch. Bright Rock Games heißt er. Da unten links. Das ist der Entwickler. Und ich glaube, Kult ist der, der Publisher. Der Entwickler ist der gleiche wie vom Spiel War for the Overworld, was vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Das ist ein Spiel, ist ein Dungeon Keeper-Klon von vor einigen Jahren. Und der hat mir durchaus gut gefallen. Deswegen glaube ich, das könnte ganz witzig werden hier mit diesem Spiel. Ich spiele das kurz angebunden und ohne große Planung hier live im Twitch-Stream mit Kamera, mit Zuschauern. Und das Spiel verfügt über eine Twitch-Integration. Das heißt, dass das Spiel automatisch ausliest, wer so gerade im Chat dabei ist. Und dann werden Patienten nach Zuschauern benannt. Kann also sein, dass die Beta-Baphiline hier irgendwo auftaucht als formschöner Alien mit 17 Tentakeln. Aber lassen wir uns überraschen, was das Spiel also draus macht aus dieser Twitch-Integration. Ja, wir legen los. Ich kenne ja nichts vom Spiel. Ich weiß, dass es eine Kampagne gibt. Die möchte ich gerne gemeinsam hier mit dem Twitch-Stream spielen. Und wenn uns die Kampagne sehr gut gefällt, dann könnten wir anschließend noch direkt in der gleichen Playlist in ein Sandbox-Game wechseln. Aber gucken wir erstmal, was die Kampagne zu bieten hat. So, jetzt geht's los hier. Spielen. So, was muss ich hier machen? Kapitel 1, Orientierung. Was haben wir denn hier links? Das ist irgendwas. Das ist alles noch nicht freigeschaltet, offensichtlich. Da ist Menü. Also, Kapitel 1, Orientierung. Klinikwertung 0 von 5 Sternen. 0 Sekunden gespielt. Im Hintergrund ist der Planet Erde zu sehen. Aha, mal gucken, was das bedeutet. Greetings, Director. Let me be the first to congratulate you on your appointment. Ms. Orion and I are excited to see how you'll rise to the occasion. We're establishing our first facility right here in orbit around Earth. Ms. Orion is already on site. Let's get this thing kicked off, shall we? Also, das Spiel ist auf Deutsch in der Oberfläche und im ganzen Text, aber nicht in der Vertonung. Vertonung ist auf Englisch, wie gerade eben gehört. Kapitel 1, Orientierung. Wir fangen mit der Story an, genau. Neustart-Story geht noch nicht, Neustart-Sandbox geht auch noch nicht. Wahrscheinlich muss man die Kampagne zumindest mal angefangen haben zu spielen. Und wir haben gerade gehört. Hallo Direktor, ich habe die Ehre, Ihnen als Erster zu Ihrer Ernennung zu gratulieren. Miss Orion und ich freuen uns schon darauf, Sie in Ihrer neuen Rolle zu sehen. Wir sind dabei, unseren ersten Standort hier im Orbit der Erde zu etablieren. Miss Orion ist bereits vor Ort. Dann wollen wir die Sache mal ins Rollen bringen. Was? Ja, die Köpfe bringen wir ins Rollen. Spielen. Story starten. Im Orbit der Erde müssten wir eigentlich auch irgendwelche Menschen haben, dann auf der Raumstation. Guck mal, wie zugemüllt das Weltall ist. Das muss echt der Orbit der Erde sein, ha? Huh? Na dann. Support-Fahrer beliebige Taste drücken. Das kriege ich noch hin. Alles weitere, wer weiß. Kapitel 1, Orientierung. Glistening before you and silhouetted against the green marble of Earth is Galactica's newest high-orbit station. And your first hospital. I'm Heal, the AP assigned to all of Galactica's extrasolar operations. Think of me as your personal assistant, for it is my duty to assist you in all things healthcare as we strike out amongst the stars. Soon, patients from all throughout the solar system will darken our halls, bringing with them all sorts of awful maladies and excretions. Medibots on standby, Director. Before then, Ms. Orion wishes to fire the starting gun personally. I'm sure we'll be receiving a call from her any moment now.
Yeah, and there she is. There she is. So, okay. Also, geht los. Wir haben ein paar warme Worte bekommen von unserem Heal-Bot oder der KI, wie auch immer, die uns hier hilft. Die ist ganz aufgeregt und hat uns hier sicher angekündigt, Frau Orion, die hier irgendeine tragende Rolle spielt. Vielleicht ist sie ja unsere Chefin, wer weiß. Und es wurde schon angedeutet, dass wir hier es mit allerlei Krankheiten und Ausscheidungen unserer Patienten zu tun haben könnten. Ich bin gespannt. So, eingehende Anrufe. Unten rechts klingelt jemand. Okay, krieg ich hin. Eingehende Anrufe warten unendlich lange. Oh, das ist aber... Das kann da kein Mensch sein. Lass dir Zeit und nimm sie an, wenn du bereit bist. Warten kann bei manchen Charakteren unerwartete Reaktionen hervorrufen. Ja, Pickel wahrscheinlich. So, wenn ich, da es auf Englisch ist, irgendwas nicht richtig verstehe, lieber Chat, dann dürft ihr mir das gerne dann als Hinweis schreiben, von wegen, hey, das war anders gemeint, das hast du falsch verstanden. Ja, kann passieren. Deswegen, jetzt fortfahren und alle aufpassen. The prompt at the bottom right of your user interface will answer her call. There's no rush. Contacts will wait for you to answer. Ja, so, dann reden wir mit ihr. Bonjour, guten Tag, Moshi Moshi Director. And welcome to Galacticare. It's time to bring this dream of ours to life. I can't wait to see this hospital up and running. Personally, I'm not one for all this nitty-gritty management stuff. I'd much rather be in the lab. So that's why you're here. Remember, if you ever feel lost, you can review your objectives in the top right corner of your interface. Take it away, Heal. Thank you, ma'am. Director, let's start with a particularly fun section. Calibrating sensors and perspective. Yes, we'll be panning, rotating, and even zooming your camera. Both in and out, mind you. Thrilling stuff. Your objectives should be displayed now. If they're not, then everything is broken, and it may be simpler for you to resign. Wir wird nicht resignen. Also, die Lady Orion ist eher eine, Laborforscherin, Wissenschaftlerin und ist irgendwo im Labor zu finden. So habe ich das verstanden. Und ja, wir sollen jetzt hier dann gleich eine Klinik bauen. Jetzt werden wir erstmal hier im Tutorial eingeführt. Die ganze Steuerung des Spiels. Ich habe den ersten Bug schon entdeckt. Es hieß nämlich Guten Tag, das haben wir alle gehört. Aber Buongiorno in der Verschriftlichung. Ja, das ist natürlich komisch. So. Kamera bewegen. WASD. Das kriege ich hin. Guck mal hier. Wir fahren schon mal einmal ein bisschen rundherum. Also das ist auch so ein bisschen ähnlich wie ja, andere Klinik-Simulatoren. Da gibt es ja auch, glaube ich, einige neue und frische, die da auch recht gut sind. Und wir können ja reinzoomen. Ja? Aber vielleicht will ich nicht... Look at us go, spinning around like a gyro. I feel vaguely ill. Now, there was something else I was supposed to be doing. Oh, yes. Yes, the hospital. Patients and preventing death. Profit. And so on. Very well, then. To do healthcare, we will require both a reception desk and a diagnosis room. Let's first place a reception desk so that we can process patients as they arrive. I've highlighted the menu in which you will find said desk. So, okay. Also, da habe ich wohl schon zurück genug mit der Kamera rumgefummelt, dass ich hier das alle erledigt habe. Sehr gut. Platziere einen Empfangstresen. Das sind unsere kleinen Medibots. Die werden wohl die ersten sein, die hier irgendwie helfen. Das sind wie unsere Gesteppten, so ähnlich, ja? Mind over Magic. Das hier ist irgendwie verwirrend. While vast empty spaces are oddly captivating, we do occasionally need to build things in order to provide the healthcare. A reception desk in this case. Ja, ja, schon klar, ja, habe ich schon verstanden. Ich finde, dass Q und E muss ich austauschen. Das ist nämlich absolut verwirrend, wie das gesetzt ist. Einen kleinen Augenblick. So, ich würde nämlich Q und E genau andersrum haben wollen, als es hier hinterlegt ist. So finde ich es nämlich viel intuitiver. So, prima. Z und H, da kann man hier ein bisschen schwenken. Ich lasse jetzt mal so ein bisschen auf der ISO-Perspektive. So, wo ist denn der Eingang überhaupt? Empfangstresen sollte natürlich irgendwie in Sichtweite des Eingangs sein. Ich glaube, hier kommen die, hier docken dann die ganzen Raumschiffe an, glaube ich. Da ist die ganze, die Schleuse hier und dann, ab dann beginnt die Kontamination unseres Krankenhauses. Wir fangen an. Empfangstresen, wie geht denn das? Platziere den hier. Da leuchtet's. Kriege ich hin. So, wir haben 50.000 Ocken hier. Was sind das? Wir kriegen offenbar regelmäßig irgendwas oder was abgezogen? Wahrscheinlich was abgezogen.
Wir haben hier einen mit zwei Leuten, mit einem oder... Ich nehme mal den mittleren, oder? Wollen wir nicht so großspurig sein. Platziere mit linker Maustaste R und T ist drehen. Hoffentlich kann ich es hinterher umräumen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Wonderfully placed. Now all we need is a diagnosis room. Ms. Orion should be calling with the details momentarily. Aha. So, jetzt gehen wir ja wieder ihren Anruf. Und hier ist jetzt jemand, der uns mit einem Kaktus auf dem Tresen dann hier die Patienten empfangen wird. Und der sich viel mit Datenerfassung beschäftigt. Das finde ich gut. So, hier. The diagnosis room is our patient's first step on the road to recovery. It's where we evaluate what's gone wrong with their meaty bodies. Also, tiny spinny drones come out of it, which is very cool and entirely necessary. Aha. So, Diagnoseraum. Neuer Raum. Minimale Raumgröße 3x3. Wir brauchen dafür einen Diagnosetisch und eine Drohnendatenanzeige. Der Tisch bzw. Startbahn für Diagnosedrohnen, die auf Patienten losgelassen werden. Aha. Ah, hier sieht man's. Da kommen die raus aus diesem Loch hier, aus dieser Versenkung und dann wird hier drohnisiert. Drohnenanzeige. Anzeige für die Diagnosedaten der Drohnen, die den Patienten scannen. Hat außerdem einen Kabelanschluss. Wir können also Fernsehen gucken so, oder Livestreams. Let's get that diagnosis room up and running. If you're ever unsure what to do, select any of your objectives and I'll help to point you in the right direction. So, hier, Räume. Diagnoseraum. With the room selected, you can now begin to place the blueprint. Choose a starting point, shape it to your desired footprint and click build to confirm. Aha, so. Wir haben hier Desired Blueprint, was genau meint er? Das ist Bodendeko, das ist Gefahrenstreifen, Beleuchtung, Trennwände, irgendwelche Sachen, Poster und das ist alles hier Muck, das ist Teppich, Fliesenteppich, Dungeonfliesen, also War for the Overworld, okay. Hier, ich habe ein paar extra Items, weil ich ein Supporter-Pack gekauft habe. Das ist im normalen Spiel nicht dabei, aber ich dachte mir, das mache ich mal. So, Fenster haben wir auch. Haben wir denn so richtige Innenwände, die ich vorher setzen muss? Oder sollen das die Trennwände sein? Das sind nur so mobile Sachen, wie es aussieht. Das sind Schränke. Wir brauchen, was ist das? Drohnendatenanzeige? Tür zum Betreten des Raums. Platziere Zimmertür. Boah. Wir haben keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Wie geht das hier mit T? Oder ist die Tür nicht zu drehen? Kommt die mal dahin? Wobei, hier geht's irgendwie weiter. Da geht's irgendwie zum Friedhof wahrscheinlich. Wir packen das mal dahin. Genau, wo der Bot steht. Mal gucken, was schlau war. Füge dem Grundriss des Raums Felder hinzu. Aha. So geht das also. Wie mache ich das? Halten, Felder ziehen. Der Raum soll grundsätzlich so hier sein. So hier. Wonderful. However, an empty room will not by itself facilitate the healthcare. We must first place a door and then the room's required objects. In the case of diagnosis, we need a desk and a display. Your construction display will show you simple, easy methods to improve your room's value. Potted plants are all the rage at the moment. Not my cup of tea, personally. Now, a replica of an XTC 5000 block engine. Well, my word, Director, I'm mere satisfaction from the thought alone. Okay, also, die Bodenfelder, die setzt man mit dem dem Türbauer. Okay, verstehe. Anschließend konnte ich dann die Tür platzieren. So, also, ich denke mal, jemand soll reinkommen und sich direkt da irgendwo hinstellen. Ne? Also kommt mitten rein unser Dings da und man soll dann im Hintergrund, ja, wobei Hintergrund ist der Hintergrund sinnvoll, ja doch, machen wir mal. Da sollen wir das sehen. So, Raum ist geräumig, vergrößere ihn bei Bedarf, optional. Füge drei einzigartige Deko-Objekte hinzu, um den Raum zu verschönern. Kostet nämlich denn was, die einzigartigen Deko-Objekte? Oder ist das egal? Das kostet was? Ach komm, wir haben es doch hier.
Was wäre denn schön? Hier so ein Skelettposter. Machen wir hier. Wie viel soll ich haben? 3. Machen wir hier. 1. Wobei, sind die einzigartig? Das weiß ich gar nicht. Ey, dann machen wir was hier thematisch passt. So. Ist das hier für ein Sandwich? Egal. Da kommt das hin. So. Füge ein Raum-Upgrade hinzu. Das machen wir nicht. So. Das geht weg. Und bestätigen. Now, that's the diagnosis room, ready? Now we'll need a treatment room. Mr. Ryan will be in touch with the juicy details. Mhm. So. Was sagt sie jetzt? Skin. Everyone has it. Unless they have an exoskeleton. Or nothing at all. The Skin Lab uses proprietary chemicals to coat our patients in a gentle foam, which strips off their outsides and rebuilds them from scratch. It's relatively painless. I use the Skin Lab instead of a shower sometimes. Okay, also, wir bauen ein Hautlabor. Bin mal gespannt, was das dann alles so tut. Also, es gibt einen Behandlungstank, das große Grüne hier offenkundig. Darin befindet sich der Patient während der Hautbehandlung. Das ist bestimmt total hautschonend. Eventuell müssen Patienten mit einem langen Stock in den Behälter hineingeschoben werden. Okay. Dann gibt es die Mischkonsole, dieses Ding hier links. Mischt Flüssigkeiten, um Hautkrankheiten zu behandeln. Fügt perfluorierte Chemikalien hinzu, damit die Patienten nicht ertrinken. Mindestens 3x4. Okay, bauen wir ein Hautlabor. Ja, hier ist eine Tür. Ach, weißt du, wir bauen das jetzt mal wieder völlig verquert. Wir bauen ein Hautlabor, ja. Mach das jetzt mal so. Hier wird ein Gang bis zur Tür gehen. Das heißt, hier kann man ja 1, 2, 3. So. Mal 4. 2, 3, 4. Ne? Ist das nicht geil? Und dann geht's von der Diagnose gleich ins Hautlabor. Wenn man hier rauskommt, gleich da rein. Das ist der Tank. Da muss jemand davor stehen. Wie groß ist das andere Ding? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es wird dann wohl reinpassen. Machen wir das mal in die Ecke, damit man es nicht gleich so sieht. Und da müssen wir gleich reingehen. Da. Und dann brauchen wir das hier noch. Ja, das passt ja gar nicht. Das ist ja Tetris spielen. Naja, das passt ja offenbar doch. Wir lernen es ja bei unserer ersten Klinik. Alles klar. Raum verschönern. Muss man das verschönern? Womit kann man denn ein Hautlabor verschönern? Mit einem Teppich nicht, der wird nur schmutzig. Was ist denn das hier? Das ist rot, das gefällt mir nicht. Blühbunge. Das ist schon besser hier. Wie sieht das aus? Es ist aber groß. Ah, im Behandlungsraum hat Deko nichts, also so Pflanzendeko nichts zu suchen. Ist das so ein Moos oder so ein Pflanzenbild? Was haben wir hier? Das ist ja undefinierbar. Das ist so ein 3D-Gitarrist. Das ist eher für Warteräume. Fenster will ich ja auch nicht reinbauen, sonst rennen gleich die nächsten Patienten weg. Ich glaube, ich lasse den Raum ohne Deko. Bestätigen. Excellent. We have our first rooms. More to come, I'm sure. However, I think there's still something missing. As we're a healthcare organization, we will need some doctors. Pop open the recruitment menu on the left-hand bar and review your various candidates. So, jetzt müssen wir Ärzte einstellen. Ärzte sind durch die Twitch-Integration mit den Namen von Abonnenten versehen, aber natürlich nicht nur, wenn ich keinen Abonnenten hätte als Twitch-Streamer, dann würde man irgendwelche Namen hier natürlich dann auswürfeln. So, Diagnose. Gucken wir mal, wenn wir da. And there they are, Director.
You can see their name, species, and traits that are unique to them. We currently have Oad and Human candidates, and are restricted to them for reasons which I can assure you are culturally sensitive. I'm certain you'll come to find the unique traits of the galaxy's different sapiens particularly helpful for your work. Choose a candidate when you're ready. Aha. Wir haben momentan in der ersten Mission nur zwei Rassen zur Auswahl. Das sind Menschen. Hier zum Beispiel Josh Exo, Slap, Immortello, Del Toro und so weiter. Wir haben aber auch diese Ode. Das sind diese etwas, ja, klassisch alienartig. Sehen ein bisschen aus wie E.T. und eine Mischung aus E.T. und so einem klassischen Alien irgendwie. Das ist die andere Rasse. So. Ob jetzt hier ein Name von irgendeinem Abonnenten dabei ist, weiß ich nicht. Zumindest kein Name, der mir bekannt wäre. Wir nehmen jetzt deswegen mal... Ich glaube, es ist kein Abonnent dabei, nee. Wir stellen jetzt jemanden ein. Wenn wir den einstellen, was haben wir denn hier für Abschlüsse? Die sind alle Assistenzärzte Level 1. Was heißt ein Assistenzarzt? Dieser Arzt erhält bei Erreichen von Stufe 2 eine Spezialisierung, die einer der Räume entspricht, in denen er am häufigsten gearbeitet hat. Mit der entsprechenden Spezialisierung arbeitet der Arzt 3 Stufen besser als normal. Verstehe. Level 1 haben wir gesehen. Dann hier, das ist das geerbtes Wissen. Erhöht die Forschungsstufe für Erkrankungen mit niedriger Forschung. Was? Erhöht die Forschungsstufe für Erkrankungen mit niedriger Forschungsstufe? Okay. Erhöht die Heureka-Wahrscheinlichkeit bei Erkrankungen mit hoher Forschungsstufe. Aha. Ist das hier flinke Finger? Alle Behandlungen dauern 4 Sekunden kürzer. Und wir haben lethargisch erhöht Energiebedarf. So, was nehmen wir jetzt für einen? Also, der ist geerbt. Also Level 1 haben sie alle. Sie sind alle Assistenzarzt. Das ist also kein Unterscheidungskriterium. Wir haben hier kulturelle Kuriosität. Erhöht den während der einer Behandlung generierten Einfluss. Ach, Einfluss gibt es auch. Es wird immer mehr wie Stellaris. Geerbtes Wissen. Also die Oder haben alle geerbtes Wissen und die Menschen haben alle kulturelle Kuriosität. Als Rassenmerkmal offensichtlich. Und als individuelles Merkmal haben sie ihr flinke Finger. Dauert 4 Sekunden kürzer. Inspiriert, doppelte Heureka-Wahrscheinlichkeit. Aber Heureka-Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nur, wenn ich was erforsche. Am Anfang haben wir ja keinen Forscher. Lernfähig, generiert zusätzlich Erfahrungsfilm, gut. Gourmet-Stimmung verbessert sich, wenn der Nahrungsbedarf erfüllt ist. Hier sorgsam, verursacht weniger Schaden an Behandlungsräumen. Oh, das sollten wir am Anfang nehmen. Nehmen wir den hier. Das ist der, was hat er für einen negativen Trait? Begriffsstutzig, generiert weniger Erfahrung. Nilfraß erhöht Nahrungsbedarf. Generiert weniger Credits. Das wollen wir auf keinen Fall. Der Credit-Typ ist raus. Unfall gefährdet. Wahrscheinlichkeit von 2% Patienten zu töten. Klammer auf. Zusätzlich zu normalen Gesundheitseffekten. Klammer zu. Also, wir schließen mal die aus, die diesen plus 2% haben. Wir schließen den aus, der weniger Geld einspielt. Bleibt noch der erste. Erhöhter Energiebedarf finde ich aber auch doof. Also die unteren drei, die gefallen mir am besten. Ich glaube, ich nehme die zwei hier. Caravaggio Shakespeare und John D. Ekanuba. Weil sie weniger fragen. Ich nehme den hier, ich nehme Caravaggio. Mal gucken, was der mit den Patienten anstellt. Einstellen. You can place that newly hired doctor wherever you like. Even directly in a room, which will assign it as their primary task. So, du sollst diagnostizieren. Das kannst du gut. Und der hier? Ach, jetzt rückt einer nach. Ach so, guck mal. Ich kann auch alle ablehnen, wird neu gewürfelt. Ah, das machen wir nicht. Wir nehmen von dem, was uns angeboten wird. Generiert zusätzliche Forschung. Das ist schön, aber auch weniger Credits. Wir nehmen hier John D. Eukanuba. Nehmen wir als denjenigen, der sich gut mit Haut auskennt. So. Excellent work. Your new staff will set about their tasks in your rooms, aiding our soon-to-be patients. Doctors gain experience as they work. And more experienced doctors are, as you'd imagine, better at things. Due to capitalism, staff require payment on a regular basis. So do be sure not to overhire and inflate your expenses. An excellent set of rooms and doctors, Director, that will surely excel at treating patients. You should be commended for your ambition. Speaking of which, your legally mandated commendation, known in human society as payment, is yours to claim. So, ich kriege eine Belohnung, das finde ich gut. Was ist das? So, Ziel erreicht, hol deine Belohnung ab. 20.000 Credits, 5 Subs,
Substratat dient zum Freischalten besonderer Dinge auf dem Galaxismarkt. Aha. Mensch-Einfluss verbessert dein Ansehen beim Mensch um 200. Das ist wahrscheinlich, weil wir hier im Orbit der Erde gerade bauen. Und was ist das hier? Kraftium. Zum Herstellen von Raum-Upgrades. Flur-Upgrades. I'm sure you're deep in focus, Director, but remember to clean your goodies. Ja, ja, ja. So. Hier unten haben wir bisher 0. Alles klar, das geht da drauf. Und hier der Einfluss, den sehen wir wahrscheinlich auch, keine Ahnung wo. Hier, abholen. We are ready to open the hospital. Let's see if we can't get our patients back to their rent pods in one piece. Hallo, KJ, grüß dich. So, was muss ich machen? Eröffne die Klinik. Krieg ich hin. Muss ich draufdrücken. Du kannst die Klinik jederzeit eröffnen. Ach, das ist eine Ordnung. Ach, ich kann sie aufmachen und zumachen. Ah, ich verstehe. Machen wir so mal auf, oder? Ready to begin? Ja, klar. Der Erste mit Ausschlag kann kommen. So, mal gucken, wer jetzt kommt. Jetzt kommt die Baphilina als Erste. And away we go. Time to treat some of these poor fellows. Patients are arriving now, Director. They shall scuttle about our hospital and deposit their various detritus within its once sterile halls. Wer bist du? 00 Dala. Wer ist das? Irgendein Bot, der mir zuschaut. Eine Ode? Okay. Gesundheit 100%. Was machen die hier? Stimmung 61. Geht zum Empfangstresen. Wer bist du? Tina Johnson. Das ist bestimmt ein generierter Name. Mensch mit Mondpocken. Was hat sie? Ach, einen zertrümmerten Arm. Ich kann nur Haut regenerieren. Und nicht so viele. Die eine stinkt, was hat die? Our employer is rather keen to introduce you to the ode. The call icon should be at the bottom right, Director. Ja. Das sind aber echt viele. Das Gesundheitssystem ist offenbar überlastet. So. The Ode are a curious bunch. Although they're all clones, they revere old age, competing with each other to see who can live in any one body the longest. Once they retired from their dreams of galactic empire, they developed an odd fascination with humanity. It began with crop circles and cow abductions and ended up in appropriating the most problematic parts of 1950s Earth culture, surf rock and traditional gender roles. So, das war also die Ode, diese E.T.-Aliens-Spezies. So, die haben dieses geerbte Wissen, das haben wir schon gelesen, das ist das, was sie immer haben. Spezietypische, sie wollen Räume mit genug Deko, offensichtlich. Verbessere diesen Wert, indem du deine Räume dekorierst. Mindestens 3 unterschiedliche dekorative Objekte. Aha. Und kuriose Deko. Verbessere diesen Wert, indem du in der gesamten Klinik kuriose Deko platzierst. Also die stehen auf Deko. Physiologie. Die Ode sind chemisch gesehen relativ standardmäßige kohlenstoffbasierte Lebensformen. Einzigartig reproduzieren sie sich jedoch durch Klonen und sind in der Lage, ihr individuelles Bewusstsein von einem Körper auf den nächsten zu übertragen. Die Details dieses Prozesses sind ein streng gehütetes Geheimnis der Ode-Zivilisation. Mit ihrer Reproduktion durch ihren Klonprozess haben sich die Ode längst oder wurden aus jeglichen unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen entwickelt. Die Geschlechtsausdruck der Ode ist begrenzt und weitgehend, wenn auch grob, aus den menschlichen Geschlechterrollen der Periode von 1950 nach Christus angepasst. Oh je. Außenstehende haben beobachtet, dass Ode-Körper bemerkenswert zerbrechlich, spröde, unelastisch und anfällig für verschiedene Krankheiten sind. Dieser scheinbar universelle Aspekt ihrer Physiologie, der stark mit ihrem hohen Alter in anderen Arten übereinstimmt, hat zu dem Verdacht geführt, dass das Klonen der Ode zu einer Verschlechterung ihrer genetischen Struktur geführt hat. Es könnte jedoch eine bewusste Wahl aus ästhetischen und kulturellen Gründen sein. Die Heimatwelt der Ode, Zorb 11. wird von einer Anzahl von Lebensformen bewohnt, die eine auffällige Ähnlichkeit mit denen von der Erde aufweisen. Während die Wahrscheinlichkeit, dass Kühe unabhängig auf mehreren Welten evolvieren, biologisch unwahrscheinlich ist, kann sie nicht vollständig als Erklärung ausgeschlossen werden. Die maximale Lebensdauer der Ode ist unbekannt. Während einzelne Ode-Körper bekanntermaßen an natürlichen Ursachen sterben, scheinen die Klone, in die ihr Bewusstsein dann übertragen wird, perfekt funktionsfähig und in recht guter Gesundheit zu sein. Würde ein Ode aus dem Klon- und Bewusstseinsübertragungsnetzwerk ausgelöst werden,
könnte sein Körper nur für mehrere Jahrzehnte halten. Mit dem Klonungssystem sind jedoch einige Oder dafür bekannt, seit vielen Jahrhunderten und in einigen Fällen sogar Jahrtausenden am Leben zu sein. Wie und ob überhaupt neue Ode-Bewusstseine geschaffen werden, ist ein außerhalb ihrer Gesellschaft unbekanntes Mysterium. So, und Gesellschaft? Ich lese das alles durch, das ist ein Gewerbe, ihr wisst Bescheid, ja? Die Ode sind die Überreste eines antiken, galaxisumspannenden Imperiums, die sich lange im Ruhestand von ihren kolonisierenden Unternehmungen erfreut haben. Keine bekannten Kulturen hegen eine ausgeprägte Feindseligkeit gegenüber den Ode. Das könnte noch ein Problem in späteren Zeiten werden. Soweit die historischen Aufzeichnungen reichen, gab es während der Zeit ihrer imperialen Herrschaft keine anderen intelligenten, weltraumfahrenden Zivilisationen zu erobern. Es wird angenommen, dass ihr Imperium trotz seiner Weitläufigkeit und der Tausenden von Systemen, die es umfasste, über eine im Wesentlichen stille Galaxie herrschte. Also das sind so ziemlich die ersten gewesen. Also ein gefallenes Reich sozusagen. Im Allgemeinen friedlich und mit starken Beziehungen zu anderen Kulturen haben die technologische Meisterschaft und die lang ruhende Fähigkeit des Imperiums der Ode maßgeblich dazu beigetragen, das Rückgrat der modernen galaktischen Gemeinschaft zu bilden. Die Form der Autorität und Regierung der Ode ist unbekannt. Und während Ode-Botschafter damit beauftragt sind, die Interessen ihrer Welten zu vertreten, wurde kein direkter Kontakt mit einer ultimativen Ode-Autorität hergestellt. Mehrere öffentlich freigegebene, aber nicht verifizierte Entschlüsselungen von Ode-Kommunikation haben darauf hingedeutet, dass ihre Kultur von einer Form synthetischen Lebens regiert wird. Verschwörungstheorien und Gerüchte dieser Art blühen über alle Kulturen hinweg und die Verschwiegenheit der Ode über ihre interne Regierungsstruktur hat wenig dazu beigetragen, die Verbreitung solcher Gerüchte zu entmutigen. Menschen sind aus unbekannten Gründen eine besondere Faszination für die Ode. Die moderne Ode-Kultur hat sich nahezu jede Nische der menschlichen Kultur angeeignet und adaptiert. Mode, Sprache, Architektur, Geschlechtsausdruck, philosophische Denkschulen, Wissenschaftsmodi, Musik, Tanz und so weiter. Einige Aufmerksamkeit wurde darauf gerichtet, wie ähnlich die Ode den fiktiven grauen Außerirdischen sind, die in verschiedenen menschlichen Kulturen vorkommen. Die offizielle Position aller beteiligten Parteien ist, dass dies ein reiner Zufall ist, ganz bestimmt. Als kulturelle Universali verehren die Ode das Alter und insbesondere die Zeitdauer zwischen den Klongenerationen eines einzelnen Ode. Ein Ode mit einer geringen Anzahl von Klongenerationen zu sein, ist ein Zeichen von enormem Status. Ein Zeichen dafür, dass ein Ode so selten gestorben ist, dass die Person gesund und robust ist. Im Gegensatz dazu gelten Odes mit einer großen Anzahl von Generationen als ungeschickt, rücksichtslos, kränklich oder unfähig. Eine Besonderheit der Ode-Faszination für die Menschheit ist ihre Verwendung des veralteten Systems der römischen Zahlen, die jedem Ode-Namen angehängt werden, um die zuvor genannten Generationsnummern anzuzeigen. Aha. Die Ode-Klonierung ist laut den Ode selbst eine streng regulierte Angelegenheit, bei der alle Fälle von Klonierung und Geisttransfer von einer internen Autorität genehmigt werden müssen. Trotzdem haben einige Ode, wie der berüchtigte Dr. Odius, sich von ihrer Gesellschaft abgewandt und ihre eigene Klontechnologie etabliert, die es unter anderem ermöglicht, viele gleichzeitige Klone zu erzeugen. In der Ode-Gesellschaft wird diese Handlung als so zutiefst illegal und unethisch angesehen, dass ihre Praktizierenden mit einem einzigen Schimpfwort belegt wurden, das hier nicht übersetzt wird. Aha, so, interessant. Da werden uns noch ganz komische Spezies begegnen, glaube ich. So, das heißt, ein Ode hat eine Zahl. Es ist hier der 21. Okay, der ist schon 21 Mal geklont. Und der reiert hier hin, ich hab's doch gewusst. Was hatten die für ein Problem? Knochenkammer. So, jetzt gucken wir hier mal zu, was mit ihr passiert. Achso, dieses Hautlabor sorgt ja nicht nur dafür, dass die Haut neu gemacht wird, sondern es sorgt dafür, dass der ganze Körper neu aufgebaut wird. Ms. Ryan, our mutual employer, would rather like to introduce you to the human species director. Ja, ich suche erstmal hier zugucken. Guck mal hier, was ist das hier? Was machen die jetzt? Tina Johnson. Mensch mit Mondbock. Aha. Einmal Waldmeister Glipper obendrauf. Ach
guck mal, die Mondpocken waren ihr komischer grauer Hautausschlag. Ich verstehe. Ja, das hat ja wohl funktioniert hier, oder? Gesundheit 39%. Warum denn so wenig? So, du bezahlst jetzt was, oder? The call for Ms. Orion's brief on humanity continues to await you. In the event that she becomes abruptly radical, I recommend not feeding the fire. She's had some rather explosive tendencies historically. Ja, ich gehe ja gar nicht ins Telefon. Okay, also die liegt ja wieder weg. Prima. So. Also die mit dieser komischen Kreditkarte hier, die finden die Dekoration unzureichend. Und was ist mit dem hier? Ach, die brauchen eine Knochenkammer, die wir nicht haben. Ich verstehe. So. Humans, we love them. They are us, sometimes. Not always, though. Humans are a lot of things. And one of those things is that they're social beings. They'll improve our influence whenever they complete treatments. Also, they've accidentally engineered a dystopia where corporations have become kingdoms. So that's great. Sorry. That's a conversation for another time, I guess. Aha. Also, die Menschheit ist ein Megakonzern geworden, alles klar. So, Physiologie. Also, Menschen, kulturelle Kuriosität. Einfluss generiert, sehr gut. Sie stehen auf gewöhnliche Deko und auf Essen. Ja, Physiologie. Eine chemisch standardisierte, kohlenstoffbasierte tierische Lebensform. Menschen sind eine der anpassungsfähigsten und intellektuell fortschrittlichsten Arten auf ihrem Heimatplaneten. Auf zellulärer Ebene zeigen Menschen eine Vielzahl spezialisierter Zelltypen, von denen jede unterschiedliche Funktion hat, die zum Gesamtfunktionieren ihrer Organe und Systeme beitragen. Menschliche Körper sind bemerkenswert vielfältig, sowohl oberflächlich als auch strukturell, mit einer ungewöhnlich breiten Palette von Körpertypen im Vergleich zu den meisten anderen Arten. Einige Menschen neigen auch dazu, die kybernetische Aufrüstung oder den Posthumanismus zu befürworten und zu akzeptieren. Die Vergrößerung ihrer Körper durch technologische Mittel, was die Vielfalt ihrer Morphologie, physikalischen Funktion oder Biochemie nur erhöht. Während einige Menschen bekannt sind, ein Lebensalter von über 140 Jahren zu erreichen, variiert die effektive Lebensdauer eines jeden Menschen stark, je nach ihren materiellen Umständen. Die menschliche Sexualität ist ein breites und tiefgründiges Thema, das eine spezialisiertere Untersuchung erfordert, als dieser Kodex bieten kann. So, was schreibt ihr schon jetzt im Chat? Ihr schlagt vor, einen zweiten Empfangstresen zu bauen, damit die nicht so lange warten müssen, ja? Okay. Und da gucken wir hier weiter. Gesellschaft. Schauen wir das gleich an mit diesem Stau. Die Gesellschaft der Menschen. Was ist denn da so passiert oder was wird uns passieren? Eine relativ neue Einführung in die galaktische Gesellschaft. Menschen sind in der modernen Zeit zu einer der vielfältigsten und kulturell innovativsten Arten aufgestiegen und einer der wirtschaftlich einflussreichsten. Angeführt von der Solar Coalition, ne? Simon, merkt ihr den Namen für Stellaris? Einem vereinigenden Gremium, das aus den ehemaligen Vereinten Nationen angepasst wurde und hauptsächlich die Interaktion zwischen seinen herrschenden Unternehmen reguliert, haben Nationen im Wesentlichen aufgehört, in der menschlichen Kultur zu existieren, wobei Menschen in der Regel als Bürger eines bestimmten Unternehmensgebiets leben. Aha. Während Wirtschaften, die von privatem unternehmerischem Kapital geführt werden, im gesamten Weltraum weitgehend aus der Mode gekommen waren, hat die Begeisterung der Menschheit für die Konzepte zu einer Marktwiedergeburt geführt, wobei die vielen Bedürfnisse und Wünsche der menschlichen Kultur von aufstrebenden Institutionen aus anderen Kulturen in einem Goldrausch menschlicher Begeisterung bedient werden. Eine breite und relativ schlichte Produktionsbasis hat auch dazu geführt, dass ihre Unternehmen im gesamten Weltraum akzeptiert wurden, wobei von Menschen geschaffene Produkte oft als charmant, wenn auch etwas rustikal angesehen werden. Menschen sind eine der wenigen Arten, die die Schaffung intelligenten, künstlichen Lebensformen, Synthetik, gesetzlich erlauben. Der Begriff Synthetik bezieht sich auf die meisten Formen künstlich geschaffener, nicht-organischer Intelligenzen, während jede Kultur ihre eigene Mehrheitsposition darüber hat, was Leben und Bewusstsein ausmacht, wurden Synthetik als breiter Begriff im gesamten Weltraum weitgehend aus kulturellen, ethischen und religiösen Gründen reguliert und verboten, außer bei den Menschen. Die Erde ist eine etwas ungewöhnliche Ausnahme. Menschen haben zwei Klassen von Synthetikern produziert.
AI oder künstliche Intelligenz, bezieht sich auf jeden nicht bewussten künstlichen Agenten, Verkaufsautomaten, Lagerdrohnen, Chatbots, Syntherapeuten und andere gehören alle in diese Kategorie. AI-Netzwerke werden regelmäßig beschnitten. Ein Prozess, bei dem jede unnötige blühende Komplexität in ihren neuronalen Netzwerken zerstört wird, um das Entstehen eines Proto-Bewusstseins zu verhindern. Dann AP oder künstliche Personen bezieht sich auf künstliche Agenten, die speziell so geschaffen wurden, dass sie ein höheres menschenähnliches Bewusstsein ermöglichen. Streng reguliert und nur in sehr spezifischen AP-Instituten hergestellt, werden diese Wesen mit einer spezifischen Fixierung, Logistik, Botanik, Musik und so weiter, geschaffen, um eine Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, die der Menschheit insgesamt zugutekommt. Darüber hinaus wurden APs so konstruiert, dass sie entweder ein akzeptables Minimum an negativen Emotionen erleben oder überhaupt keine. Mit einer bedeutsamen sozialen Rolle, die freiwillig angenommen wird, und einem Fehlen jeglichen inneren Leidens scheinen APs keinerlei Bedrohung darzustellen. Aha, das ist eigentlich menschenuntypisch. Eigentlich werden APs doch in erster Linie dazu geschaffen, um Krieg zu führen, oder? Vielfältig, fesselnd und variabel sind die Menschen selbst zu einer faszinierenden Neuheit für viele andere Kulturen geworden. Insbesondere die Ode, die seit einiger Zeit besonders von ihnen fasziniert sind. So. It appears we've received a patient with a shattered arm. Let's inspect them and see if we can't mend their appendage. Zeige 00 Dala an. Wer bist du, der ist 00 Dala? Wo bist du? Wo ist 00 Dala? Das hat man vorhin schon mal gesehen. Wer war das? War das der Arzt? Nein. Wer war 00 Dala? Wer ist der Chat noch? Der Name kommt mir bekannt vor. That's Meister Willkür here, guck mal. He's a patient director, although not the right one. Not to fear, I won't recommend you for sensitivity training. Das ist Meister Willkür, da haben wir den ersten Zuschauer. Ein Mensch, das ist gut getroffen, mit einem zertrümmerten Arm. Das ist der Mausarm vom vielen Stellaris-Spielen. Meister Willkür hat Bedürfnisse, die sind mir aber im Augenblick völlig egal. Wer war denn 00 Dala? Ach, das bin ich. Another patient. I'm sure they're a delightful person, but yes, this isn't quite who we're looking for. Ja, klar, die Brille. Lila Gläser und altrosa Brillengestell. Das sieht geil aus. Was habe ich denn für Bedürfnisse? Kuriose Deko. Eine Sitzgelegenheit. Okay. Und ich muss noch nicht aufs Klo. Wie gut. Ach, hier, der Gelbe ist 00 Dala. Mensch, der Chat hat's längst gemerkt. Oje, oje, oje. Hier. Behold the patient panel. I highlighted the condition track. This fellow's condition requires them to be reboned, and for that we'll need a boning chamber. Ja, boning chamber. Die Patientenakte von 00 Dala. So. Glückwunsch Simon, genau. Und jetzt geht's hier weiter mit 00 Dala. Was muss ich machen hier? Ich muss eine Knochenkammer bauen. Okay, verstehe. Alles klar. Und die ruft sich gerade schon wieder an. Our employer is calling you about the burning chamber, director. Ja, ja. Nothing to fear, I assure you. Ja, ja. The boning chamber. A retrofitted mining machine, which chomps fresh, minty new skeletons directly into our patients. An assistant engineer fitted the schematic with internal cameras for personal reasons. That'll teach me to poach staff from Salazon. Anyway, that's all fixed, and it's mostly safe. Mostly. Aha. Die Knochenkammer ist eine Bergbaumaschine. Eine umgebaute. Harold heißt das Ding. Umfunktionierte Bergbaumaschine und ein braver Junge, von Heel umbenannt, das ist unser Bot, die er vergessen hat. Also umbenannt aus Gründen, die er vergessen hat. Okay, verstehe. Also die
die Neuverknochung dieser Maschine. Na gut, also es sieht eher aus wie so ein Steinbrecher, aber gut. Na, guck, was da passiert. Ah, the boning chamber. A fine room indeed. I do rather admire the machine in there. Rather charming, actually. I think I'll call him Harold. I haven't the foggiest idea why. Ja. Nicht die Steine aus dieser Idee oder nebliche Idee, warum? Knochenkammer, wir bauen sie. Was bauen wir denn dafür? 4x4. Das passt da nicht mehr hin. Das ist 3. Müssen wir sie da drüben bauen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Das ist 4. Machen wir mal hier. Nein. So. 2, 3, 4. 4x4. Wir bauen erstmal hier das Minimum. Und Patientis, die da rauskommen, die sollen... Naja, wir sollen da reingehen müssen. Echte Macht, meine Güte. Okay, ich verstehe, warum das so groß ist. Ja. Sie wollen kuriose Deko. Was ist denn kuriose Deko? Hier ein Van Gode. Na, das sieht man nicht so gut. Das kann man nur in Räume hängen. Das ist ja langweilig. Nee, der Raum ist nicht so gut für ein Bild aufhängen. Da ist ja kaum Platz, um da irgendwas richtig zu sehen. Ich mache ja auch nicht größer, bestätigen. You may find yourself running short on space in our initial hospital area. You can expand to other nearby areas by selecting them and paying a small fee. I'm not sure. Well, now that we've got a few treatment rooms up and running, let's talk about keeping our staff and patients happy. Let's inspect one of our doctors to grasp the full extent of their needs. Mhm. Zeige einen Arzt an bei der Polizei. Nehmen wir dich hier, E.T. Love it. Through this panel, we can see the various qualities and needs that define our doctor. This is their mood. A happy doctor will perform their job efficiently, whereas an unhappy doctor is more likely to make mistakes. If their mood gets too low, they may simply leave. You can see the various thoughts and feelings impacting their mood here. For example, witnessing the death of a patient may result in a degree of momentary sadness. Physical needs, like hunger and energy, are fulfilled by vending machines, staff lounges, toilets, and so on. By the looks of things, this individual needs to unwind in a staff lounge. Ach, diese Anrufe. Lass mich doch mal in Ruhe. Was ist das hier? Ach nee, weiß ich nicht. Ach, da ist, wo ich, da ist er, wo er ist. Okay, verstehe. Ah, hier Gedanken. Er denkt, wir haben ein gutes Gehalt. Wir haben nicht genug kuriose Deko. Einen Personalraum haben wir nicht. Es ist ordentlich, das gefällt ihm. Wir haben in seinem Bereich genug Deko, das gefällt ihm auch. Und das findet er noch ganz toll. Okay, verstehe. Further details about the staff lounge and its function are ready for you, Director. Ja, mach ich gleich. Hier, das ist sein Gehalt. Er kriegt 500. Nee, er kriegt... Ist Gehalt 1000? Gehaltsvorstellung 500? Verstehe ich nicht. Ach, wir zahlen ihm zu viel oder was? Aha. Letzte Behandlungswertung 0. Dr. Orion. This one's pretty straightforward. It's a staff lounge. Staff will go in there and lounge. There's a fire pit and everything. We considered a mindfulness cue, but people found the idea nightmarish. So they get this instead. I don't get it. I love the cube. I'll go in there sometimes just to scream at the walls. Great de-stressor. Das ist ein Personalraum, den wir bauen sollen. Eine Lounge für unsere, ja, ein Rückzugsbereich für unsere angestellten Ärzte. Nicht für die Robots, nur für die Ärzte. Lavatisch brauchen wir da, okay. Bequemer Sessel. Oh, können wir auch hin. Bequemes Sofa. Perfekt, um fernzusehen. Aber wir haben noch einen Fernseher eigentlich, ne? Wie auch immer. So. Dann gucken wir mal. We'll need to build a staff lounge, lest our employees descend into absolute madness. We should also ensure we provide both staff and patients with places to sit, something to eat and toilets, in which they may relieve themselves. Okay. Wir müssen Verkaufsautomaten platzieren, Sitzgelegenheiten, Toiletten,
Mülleimer und einen Personalraum. Das alles müssen wir bauen, okay, ich verstehe. Ja, ich würde mal sagen, das ist für die erste Episode hier genug gewesen mit diesen ersten Schritten rechts oben, die wir hier irgendwo in dem uns zur Verfügung stehenden Raum dann angehen müssen. Beschäftigen wir uns weiter im nächsten Teil. Bis dahin!